Also, Bavaria ist auch hier. Wir finden es genial, dass wir überall zusammenkommen, von der ganz Deutschland, und uns wirklich für unsere Grundrechte und unsere Selbstbestimmung und natürlich unsere Freiheit einsetzen. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, dass meine Meinung ist, dass wir momentan einen Zustand haben, der etwas interessant ist, um das gelinde auszudrücken. Ich sehe diverse Dinge, die nicht mehr wirklich einer Pressefreiheit wirklich, da ist die Pressefreiheit nicht wirklich dargestellt. Also ich kann eine kurze Story erzählen von unserem Mitstreiter, der Josef Doornbusch, Doktor, seines Zeichen, der am 21. oder 23. März gefragt worden ist vom ZDF, finden Sie diesen Lockdown positiv und richtig? Und Josef meinte, nein, er findet ihn nicht richtig. Und hat dann eine wissenschaftliche Abhandlung gegeben, warum er ihn nicht richtig findet. Das Ganze wurde beim ZDF im Heute-Journal auch wunderbar ausgestrahlt. Und was meinen Sie, was passiert ist? Das Nicht war plötzlich hinweg. Das heißt, es wurde absolut genau das andere gezeigt, als er eigentlich gesagt hat. Das heißt, für mich Pressefreiheit ist leider Gottes, ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil die Presse nicht mehr so viel Zeit hat, sich Recherchen zu machen oder warum auch immer. Also die Pressefreiheit per se ist irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich habe vorhin mit zwei Menschen auch von der Presse geredet und meinte, ja, was ist denn das? Und hier der junge Mann gehört auch dazu, der mich gerade hier fotografiert. Ich hoffe, ich werde ein schönes Foto von mir doch sehen. Vielen Dank. Meinte so, ja, es ist eine Rechte. Also irgendwie habe ich das so nicht ganz verstanden, weil ich sehe hier keine Rechten. Tut mir leid, ich sehe hier nur Menschen, so wie ich, normal, weder links noch rechts, noch Verschwörungstheoretiker, Menschen, die einfach nur hinterfragen, die wach sind, die versuchen einfach zu sehen, was geht da gerade ab und das in Zweifel ziehen, mehr auch nicht. Und vielen Dank. Und was mich auch sehr berührt, ist, dass unsere Künstler momentan am Hungertuch nagen, dass unsere Kinder, also in Bayern ist es zumindest so, die Kinder müssen mit Maske in die Schule rein, das ist so ein bisschen George Orwell-mäßig. YouTube wird zensiert, was ich meiner Meinung nach, oder zumindest steht es, glaube ich, auch in unserem Grundgesetz, dass Zensur nicht gemacht werden sollte. Also es sind viele Dinge, die ich wirklich hinterfrage, die ich auch gerne, wenn jetzt hier ein Politiker herkommt und mit uns ein Gespräch sucht, was ich ganz wichtig finde, weil jedes Gespräch ist ein Miteinander. Der eine sieht den anderen und auch die Beweggründe des einen oder anderen habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe auch noch nicht festgestellt, dass ein Herr Bhakti irgendwo mal vorgeladen worden wäre. Finde ich auch sehr bedauerlich, obwohl er jetzt zwar in außer Dienst ist, aber er hat doch 20 Jahre in dem Metier gearbeitet. Ja, für mich ist es einfach schade. Ich kann nur immer wieder zusprechen, Mut, Mut, Mut. Wir müssen Menschen immer versuchen, sozusagen zum Denken und zum Wachrütteln und ihnen einfach Perspektiven zu offenbaren und auch zu hinterfragen. Ganz wichtig. Also ich glaube, eine Gesellschaft, die eine Gesellschaft ist für Demokratie, hinterfragt. Oder das ist bayerisch natürlich, Entschuldigung, hinterfragt. Also sie hinterfragt. Und hinterfragen ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder hinterfragen und auch ein Zwiegespräch führen. Auch mit jemandem, der ganz einer anderen Meinung ist. Das ist gerade das Schöne, dass man einfach eine andere Meinung sieht, wahrnimmt und auch mit ihr sie aufnimmt, sie durch seine eigenen Filter sozusagen durchlässt. Und genau das Gleiche, wenn der andere macht, dann kommt man einander näher und man kann einfach auch verstehen, wie der andere tickt. Und ja. Und jetzt würde ich, wenn ich darf, gleich mal weitergeben an den Bernd.
Nein, an den Anseln.